Und damit, Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Live-Let's Play-Aufnahme. Wieder Kombination mit Twitch und später dann für YouTube mit Folge 82. Der liebe Silent schreibt da erstmal direkt: Hallo YouTube! Irgendwie müsste ich mal irgendwie gucken, ob ich für die Aufnahme in YouTube so einen transparenten Chat einblenden machen könnten, tun. Das geht nämlich tatsächlich. Habe ich letztes Mal ausprobiert. Aber gut, Hallöchen erstmal an alle, die da sind. Beim letzten Mal haben wir hier den Boss besiegt. Relativ unvorbereitet bin ich nämlich in den Kristallkönig gestürzt. Ja, ohne irgendwie Orden auszurüsten. Ach, das halt nicht für nötig erhalten. Ich bin doch so gut, ne? Das brauche ich da nicht. Und hat tatsächlich irgendwie geklappt, auch wenn es gar nicht einfach war. Die Bosse, muss man sagen, im Spiel haben echt ordentlich angezogen. Und bevor wir diese Karte jetzt einsammeln, na, gehen wir nochmal zurück und holen eine Kiste. Da hat man mich am Ende des letzten Streams, des Livestreams, drauf hingewiesen. Ja, ja. Oh, gleich mal saven hier. Du hast den Boss besiegt. Geil, ey. Und dann gleich mal heilen, wa? Bin aber schon übelst angeboxt. Oder? Keine Ahnung. Ah, und hier ist auch wieder Musik endlich. Ah, schön. Ah, die ist voll schön. Hm. Irgendwo war noch eine Kiste. Hm. La la la. Bin übrigens ein bisschen, also bin schon fett am Husten, ja. Und irgendwie denke mir so, ah, nimmst du heute auf, nimmst du heute nicht auf. Aber ist egal, Leute, machen wir einfach. So, wo habe ich denn die Kiste gefunden, ne, beim letzten Mal? Da hat man mich noch beim letzten Mal drauf hin, wie so, ah, keiner, musst du hingucken, ah, da, da. Ich habe mir so, hä, was, wie, wo, hä? Oh, da ist eine Kiste. Na, ihr kennt mich ja, ne? Verpeilt wie ihr und je. Hm. Aber es war irgendwo da links. Das weiß ich noch. Warte mal, ich muss noch mal gucken. Bevor ich hier aus dem Dungeon gehe, nehme ich natürlich alle mit. Könnte ein Orden sein. Ich habe auch noch nicht reingeguckt im... Wie gesagt, am Ende des Livestreams dachte ich so, oh Leute, wir holen das schon in die Kiste da. Und die dachte ich so, die Leute so, nein, mach das im Let's Play, sonst schlagen dich die Leute nicht. Ich bin so, ja gut, der hört von mir aus. So, war das da? Nee. Wo war denn das da? Irgendwo, da ist die Kiste. Leute, die Gegner sind ja wieder da, aber das sind jetzt für ein Shit. Oh Mann, nee, was ist nicht mehr los. So, jetzt, machen wir hier, ne, und so, und dann, dreh mal. Und dann machen wir mal hier eine Bombe hin, weil das ist ja dann der einzige Weg, war das nicht? Ich glaube, so habe ich es gemacht, ne? Ja, schön. La, 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 jetzt muss ich den Typen nochmal besiegen. Oh, echt jetzt? Ich will nicht. Vor allen Dingen ist Bombette echt gefährlich, wie wir gemerkt haben, wenn die kopiert wird. Deswegen hole ich nämlich die Buhu, die ist nämlich total ungefährlich. Spacken! Jetzt! So. Ach du Scheiße, vier Stück auf einmal. Da bin ich ja schon wieder. Guck mal hier, warte mal. Ja. Feuer frei! Go down! Was, schon wieder? Oh Mann, ey. Sternschauer, ist der nicht gegen Geister? Nichts effektiv. Beziehungsweise hat keine Wirkung, aber wir sind ja Gott sei Dank nicht in Pokémon. Da ist alles in Ordnung. Mach mal weg hier den. Mach weg, Mann! Watz, 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 watz. Wenn die Gumbario kopieren, können sie Scanner benutzen. Ist doch lustig. Finde ich echt cool. So, jetzt kopieren sie alles. Wir machen erstmal den kopierenden ja Kakashi, Alter. Das wurde, das wurde. Voll geil. Oh, das hätte ich jetzt überhaupt nicht kommen sehen, Leute. War jetzt nicht darauf vorbereitet, mental, dass mich da gleich einer angreift. So, eigentlich lohnt sich das gar nicht, die jetzt anzugreifen und niederzumachen. Ich brauche doch sowieso noch zwei Runden, bis ich alle down habe. Deswegen mache ich jetzt einfach eh einen Boot. Down! Ich schwitze Schmackes. Und den letzten hau ich so. Oh, ja. Aufladen! Ich muss wieder meine Fingertechnik benutzen, damit das besser funktioniert. Und nicht jetzt so, bitte Fingertechnik nicht missen, liebe Kinder. Das ist nicht gut. So, jetzt ist hier... Ah ja, fast alle geblockt. Oh, ich hab gedrückt, aber zu spät. Ja, so, ein Mist. Der mag sich echt nicht verwandeln, der gute Freundchen. Der denkt sich so, nö, aber halt nicht. Halt nicht nötig. So, mit Yoshi Sounds. Wird auch gleich dauern immer. MC Honey, ja, Fingertechnik. Ja, Mann, was ist los? Nicht, wie ihr das jetzt denkt. Ja. Das ist der One-Finger-Death-Punch, Alter. Was ist los?
Ja, wunderschön. Oh, da habe ich jetzt meine Kiste an. Dankeschön. Oh, oh, reichlich Cash. Reichlich Cash. Ich sehe nur die Hälfte, weil die fette Säule im Weg ist. So, was ist das hier nun? Bestimmt irgend so ein Billig-Item. Oh, das ist den Dreifachgriff-Orden erhalten. Geil! Lässt Mario 3 Items pro Runde einsetzen. Was? Okay, das ist aber ziemlich krass, ne? Kann man bestimmt gut nutzen. Du setzt einfach 3-mal Sternschnuppen-Action ein. Voll geil. So, jetzt muss ich natürlich wieder Bombette aus der Kiste holen. Denn die muss wieder hier die Zelda-Rätsel-Action machen. Hier, mach mal Bombette, mach mal ja Schalter drücken und so. So. Wenn einer der Geister dich verfehlt, dann fliegt dieser etwa. Dann fliegt dieser etwa doppelt so schnell auf dich zu. Okay. Interessant. So, jetzt können wir uns mal die Bosskarte abholen und gucken, was ist denn überhaupt der letzte Sterneffekt? Weil wir sind nicht mehr sehr weit vom Finale entfernt, habe ich gehört. Ne, wir sind jetzt quasi mit dem letzten Stern denn beflügelt. Das sieht aber albern aus. Ist doch cool. Alberne Dinge, die albern aussehen, sind immer cool. Die bringen uns zum Lachen. Das kann nur was Gutes sein. So, gleich nochmal offloaden. Und nochmal speichern, dass wir einen neuen Ort gefunden haben. Und dann holen wir uns mal das Kärtchen. Let's go. So, was ist denn das für eine letzte Karte hier? Das ist der Dude mit dem Bart, ne? Den kenne ich schon aus My Party 5. Hallöchen, Janet. Grüß dich. Willkommen im Live-LP-Aufnahme. Da, 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 da. Geil! Kapitel Ende. Freedstar, der letzte der Sterne, wurde von Mario aus dem Kristallpalast am Rande der Welt befreit. Nun mit der vereinten Kraft der Sterne kann sich Mario, Bowser und dem Sternenstab stellen. Endlich ist die Zeit für den fulminanten Showdown gegen den bösen König Bowser gekommen. Kann Mario Peach retten und den Sternenstab zurückerlangen oder bleiben alle Wünsche unerhört? Der ungehört stand, glaube ich, da. Speichern, ja, natürlich. Was ist los? So, jetzt habe ich schon, ich wurde schon gespoilert. Jetzt gibt es eine Sequenz mit Peach mal wieder, aber ist ja fast immer so. Ah, Musik. Und das wieder schwingt der kleine Schild. Ich finde den voll süß. Rand der Welten? War das nicht die letzte Welt aus Kingdom Hearts 1? Nee, die hieß ein bisschen anders. Ja, ich weiß aber, welche Welt du meinst. Naja, die hieß so ähnlich. Nee, nicht Rand der Welten, sondern Abgrund der Welten oder irgendwie sowas? Irgendwie sowas, ja. Oh, Mario, ich frag mich, was er wohl jetzt gerade macht. Cool sein. Ich würde gern wissen, ob ich ihm überhaupt helfen konnte. Ah, natürlich hast du ihm geholfen. Irgendwie schon, ja. Mario geht sicher gut, Mann. Du solltest stolz auf deine Taten sein. Du bist doch immer ein Freed, Mann. Ist doch voll cool. Kappa. Mario weiß, was du für ihn getan hast. Und mach dir keine Sorgen, Prinzessin. Schon bald wirst du wieder mit ihm sprechen können. Eins weiter, ne Schuss. Genau, am Ende der Welten. Kranz der Welten. Dose rein, das ist es nicht. Ich hoffe, du hältst recht, Twink. Danke, dass du mich aufgeheitert hast. Lass uns wieder hineingehen. Es ist kalt draußen, es ist echt kalt draußen, oder muss man sagen. Ich war heute ein bisschen unterwegs zum Einkaufen und Co. Und Alter, Leute, das ist arschkalt draußen. Oh, Prinzessin Peach, euer knuddeliger alter Bowser ist knuddelig, Junge. Wo bist du knuddelig, Alter? Du hast überall so Gothic-Accessoires, so, weißt du, so Spike-Ringe und Stachelpanzer, die mag niemand. Da hast du noch nie mal Kart gespielt. Können wir zur Abwechslung einen kleinen freundlichen Plausch halten? Nee. Bitch Slap, Mann, Alter. Smash du, Alter. Dann gibst du erstmal Hatscha! Ihr wisst schon. Kommt schon, zeigt mir euer Lächeln. Ich hab dir nichts zu sagen. Ah ja, voll fesch. Oh, seid nicht so gemein. Ihr werdet noch lange Zeit mit mir verbringen, meine Schöne. Alter Pedo Action. Besser ihr gewöhnt euch daran. So alt stimmt ja, aber knuddeliger, genau, Dojo. Bowser, Mario kommt und du kannst ihn nicht aufhalten. Oh ja, armes, dummes Gör. Mit dem Sternenstab bin ich unbesiegbar. Die Mucke habe ich irgendwie an Ocarina of Time.
Gerudo Valley? Irgendwie sowas in die Richtung? Gerudo Dungeon? Irgendwie sowas. Wusstet ihr das nicht? Mario hat keine Chance. Er ist erledigt. Findet euch damit ab. Neue Verknalltheit! Bester Name. Wir haben einen Notfall. Schon wieder. Ich hoffe, es handelt sich um etwas Wichtiges. Ich bin mitten in einer netten Plauderei mit der Prinzessin. Junge, du kriegst gerade einen fetten Korb. So hart, Alter. Hey, Mario hat alle Sterne gerettet. Es besteht eine geringe Chance, dass er mit ihrer Hilfe hierher kommt. Wir müssen uns vorbereiten für den Fall, dass er hier auftaucht. Mario. Gut, hör zu, Kami Koopa. Lass die Mannschaft ihre Posten beziehen. Wir bereiten einen Hinterhalt für ihn vor. Ah ja, voll hinterhältig, ja. Prinzessin Peach, wollt ihr dem Drama beiwohnen? Ihr dürft euch quasi aus der ersten Reihe ansehen, wie Mario zu Kleinholz verarbeitet wird. Du, ja du, fessel sie sofort, wenn sie nochmals entwischt werden, Köpfe rollen. Alter, voll brutal. Und Twink versteckt sie erstmal. Nein, bitte. Oh, übelst eingewickelt. Kami Koopa ist der Grund, warum ich Kamex für weiblich hielt, als ich noch ein Kind war. Die sind doch weiblich, oder? Also nee, Kamek ist männlich. Aber Kami Koopa ist doch weiblich. Hä, ist doch richtig. Achso, du hast ja geschrieben, was Kamek so. Nee, Kamek ist männlich, oder? Der aus Yoshi's Island, der ist doch männlich gewesen. Der auch so eine komische Lache, ja. So, ich sehe. Naja. Du großer Koopa, zeig der Prinzessin gegenüber gefälligst Respekt. Was ist das für ein Piepsen, das kleines glitzerndes Ding, Konfetti? Ja, frisch. Alter, Twinkie. Fort, verzieh dich. Oh, er hat ihn weggeboozt. Twink. Nein. Der kleine süße Stern wurde weggeboozt, Alter, richtig hart. Schnappt euch die Prinzessin und jetzt los. Nein, nicht schon wieder. It's Rap Time, was? Dachte, dass Kamex Hexenomas sind. Echt? Ich hab Kamek immer für männlich gehalten. Mein Name ist Friedstar. Wie man aus der Familie. Nein, da ist anders. Mario, das hast du gut gemacht. Danke, dass du gekommen bist. Du hast nun alle hohen Sterne gerettet. Ich habe erstmal hohle Sterne gelesen. Sogar schon hohl. Wir stehen tief in deiner Schuld. Alles, was jetzt noch für dich zu tun ist, ist Bowser gegenüber zu traden. Meine Kraft soll dir helfen. Den Sternstab zurückzuerobern, Mario, Bowser zu besiegen und den Frieden wiederherzustellen. In Hyrule? Und Prinzessin Peach zu retten. Schon wieder. Marios Sternkraft erhöht sich auf 7. Yeah, Maximum Power. Maximale Energie. Mario erhält die Sternkraft fort und weg. Danke, Mario, dass du gekommen bist. Nicht so, Alter. Sie dann, please. Fort und weg lässt alle Gegner die Freuden des Sternendaseins. Alter, was? Die Freuden des Sternendaseins, das kann man irgendwie missverstehen. Mario, eile zurück zum Sternschnuppengipfel. Von dort aus breiten wir dir den Weg zum Sternenhafen. Der Name dieses Wegs lautet Sternenweg. Nee, echt? Bereist du den Sternenweg, wird er dich in den Sternhafen führen. Ach, wir werden bestimmt nochmal so eine Eierschale treffen, ja, die wird uns mal fällt auf den Sack gehen. Mein einziger Wunsch ist es, dass du diese Welt rettest. Du kannst es schaffen, Mario, wir sehen uns. Tschüss. So Leute, ja, ich hatte mal ursprünglich mal geplant, hier mal so ein 100% L-Player zu machen, aber da müssten wir jetzt so übelst viele Rezepte sammeln und Sternensplitter und den ganzen Quark. Das ist eine Blödsinn, das machen wir nicht. 100% Lösung gibt es bestimmt vom Spiel mehr als genug, ja? Das müsst ihr nicht von mir haben. Vor allen Dingen würde das nochmal übelst alles in die Länge ziehen. Und es ist ja nicht so, als ob dieses Projekt jetzt schon lange genug in die Länge gezogen wurde, aus gewissen Gründen. Na? Ich bin dein Lexikon. Yeah! Ich will Treppen runterfallen, aber cool sein. Ja, tschüss. Hier ist irgendwie nochmal fett irgendwann oder so, aber hier ist ja auch nicht mehr. Ach, hier geht's runter. Einmal die Treppe runterfliegen, Alter. Oh, guck mal hier. Ey, da war ein Sternsplitter. Ich hab das gesehen.
Kann man das irgendwie aufschieben oder so hier? Deckung. Nee. Was könnte man hier machen? Wie so ein bisschen leuchten für versteckte Blöcke oder so? Wait, ich bin überhaupt nicht müde, nö, gar nicht. Nee, okay, das geht anscheinend nicht. Nein, kein Item. Was könnte noch funktionieren? Kann man irgendwie da mit Bu so unsichtbar durchlaufen? So, ihr wisst schon so, ne? Swoot und dann. Nee, bitte. Okay, keine Ahnung, was man hier machen muss. 10 Pikerak, der Weg zum Sternensplitter. Ist doch kein Professor Layton-Rätsel. Irgendein silberner Stern. Wie Lucky Lester, der ist ja ins Neue, ne? Ich sprudel hier übelst rum. Also ich muss sagen, bin leicht überfragt. Schieben geht auch nicht einfach so. Stammvertrag geht auch nicht, keine Ahnung. Ist ja auch nicht so wichtig, wir machen es auf dem Weg zum Finale. Ich glaube nicht, dass ich dir die nötigen extra Punkte brauche. Das ist, glaube ich, gar nicht notwendig. So, was ist das hier? Nö. Das war, glaube ich, für irgendein Rätsel, ne? Wobei das natürlich schon ein cooles Item ist, ne? Jetzt habe ich die Tür zugemacht, jetzt kommt hier keiner mehr rein. Ha! Wow, hi! Real easy vorbeislided. So, was ist hier? Ach, hier waren so ein paar Blöcke. Okay, da haben wir, glaube ich, alle aktiviert letztlich. Da ist also nicht das Problem. Der Niki fragt gerade Silent, ob du als Guide herhalten kannst für Odyssey. Was war hier nochmal? Ein Kiesel. Ernsthaft? Hieb doch nicht jeden Stein, jeden Scheiß auf. Oh Mann, oh. Kann ich den echt nicht wegwerfen? Ficker, ein bisschen unhöflich. Das habe ich schon. Das ist alles schon geritzt und... Oh. Nee, mach's mal nicht, bitte. Fuck. Oh, wie schade. Oh, guck mal, jetzt Sternenergie ist rot. Oh, das war hübsch. Einmal fett einen Regenbogen auf der Leiste da oben. Richtig schön bunt. Typisch Nintendo wieder. Ich mach euch einfach down. Ich spam mich jetzt einfach Sternenstrom. Übrigens, aber das kostet immer 2 Sternenergien. Das ist immer ein bisschen... Das ist das hier, verwandelt die Gegner in Sterne und weht sie davon. Teste ich jetzt mal aus, ob ich es ausprobieren will. Los, heilige Macht der Sterne, Flieg und Sieg! Ach nee, was, falsche Serie. Jetzt bin ich gespannt, muss ich da mal... Alter, boah, Swing! Ich verteile Glitter, mein... Alter, Leute, was? LOL! Okay. Also man kriegt zwar keine XP dafür, aber trotzdem ganz schön krass, muss man sagen. Nee, du leckst mich nicht auf, Freundchen. Vergiss es. Ah, da war ich nicht mit. Was ist das hier? Halt. Ja. Okay. Mond Cityland Nummer 53. Das wüsste ich jetzt nicht aus dem Kopf, welcher das ist. Aber ich habe ja inzwischen Odyssey auch zu 100% durch. Von daher denke ich mir so, ja, ne? Macht Sinn. So, damit sind wir da draußen, Leute, und wieder im Schneedörfle. So, wo kamen wir allerdings her, ist die Frage. Ich glaube, von hier unten, ne? Ich glaube, ja. So, also falls noch irgendwelche... Ja, meine Herren, was ist los hier? Alle wollen wir uns later. Mann, oh. Noch so ein Steinschmeißer. Mann, die mag ich nicht, diese. Die machen echt, je nach Steingröße, echt eine Menge Damage, muss man sagen. Deswegen, jetzt ist er down. Was? La 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 la.
Stachiflip, ja? Ziele mit hm und mach dann Flop. Oh shit. Oh, ich hab nicht geblockt. Du dicke Sau, du. Was? Immer das Quietschgeräusch, voll geil. Jetzt Aimbot! Oh. Was ist da down, der Sackmann? Naja, 2 XP. Geht so. Hab ich schon Besseres gehabt. So, dann komm mal mit hier. Weißt du, was Lucky lässt? Eigentlich kannst du mal hier mal Buu überlassen. Die sind nämlich viel cooler als du. Er macht schön fett Damage. Mit ihrem Bitch Slap. Mit ihrem Duplex Heap. Bist wieder zu Hause? Alles cool? Also, was denn des Wortes? Ich meine, ist ja alles Schnee, ne? Und so. Ich frage mich, ob wir in Deutschland hier nochmal Schnee kriegen. Ich meine, der Zeitpunkt der Aufnahme ist übrigens der 23.02. Kurz nach meinem Geburtstag übrigens. Mal gucken, wie viel wir heute an der Aufnahme wieder schaffen. Ich meine, im Finale schaffen wir bestimmt noch nicht. Aber ich werde mich schon mal so langsam darauf vorbereiten. Deswegen, ich werde mal in den Handel hier gehen. Und was war hier nochmal alles? Lebenspilz, Superpilz, bla bla. Ja, wir haben aktuell eine Eiskartoffel und Superpilz und Ultrapilz. Ja, das ist natürlich ganz geil. 2 Lebenspilze, Superdinger, Ahornsirup, Voltopilz. Ich würde natürlich schon für Bowser gerne krasse Sachen mitnehmen. Ne, zum Beispiel Essig, jetzt die Kartoffel. Und hol mir mal noch so ein Wackers Kick aus dem Lager. Ne? Da haben wir noch ein paar von, die können wir ja jetzt mal verballern. Ne? Ja, willkommen. Kann ich dir was helfen? Nee, nicht kaufen. Entschuldigung, hab zu schnell drin. Ich will mal lagern. Erstmal will ich zum Beispiel den Kiesel ablagern, weil wenn ich ihn nicht benutzen kann, dann ist mir der egal. So, und dann Sternenwind. Wie war das nochmal? Alle 6 Damage? Ja, ist doch geil. Und ich muss nicht mal Sternenergie verballern. Und den Voltopilz, den lasse ich auch mal weg. Den brauche ich jetzt zurück nicht unbedingt. Nee, lagern nicht mehr, aber ich würde gerne wieder was mitnehmen. Mitnehmen. Was ein Blatt. Vor krassen Blatt, Alter. Hab ich denn? Ich hab doch bestimmt noch Walkers Kick, ne? Hier auch 15 KP, bestimmt auch nicht schlecht, ne? Ist besser als so ein komischer Pilz. Backmischung, Kokosnuss, Gelee Royal, aha. Warte, ich hab keinen Walkers Kick mehr. Nein! Damn! Ich nehme den Dopes mit, einfach weil er bringt übelst Punkte und so, ne? Hier hat man noch so einen geilen Pilz hier, ne? So einen geilen blauen Pilz, nehme ich noch. Ah, hier ist noch ein Derbs. Nein, mir gibt noch. Hier bitte! Nö, reicht mir. Was? Kurz? 12 Tage? Geh mal schlafen. Hä, was ist los? Hä? Was ist kurz? Hä? Hab ich was nicht gecheckt? Silent schrieb gerade kurz. 12 Tage? Geh mal schlafen. In den Chat und ich mir so, hä, was ist los? Hab ich was verpasst? So, ich glaube, hier ging es wieder nach Hause, ne? Denn wir müssen jetzt ja ins Schneetal, ins Sternental. Schnee, Sterne, ach so, das Gleiche. Fängt alles mit S an. Doch nicht. Warte mal, nee, wir kamen durch eine Röhre hierher und zwar hier unten am. Ha, warte mal. Im Spiel schlafen gehen. Ach so, ja, können wir machen, ne? Aber ich brauch dafür so ein Tothäuschen, ne? Da muss man natürlich nach so einer langen Aufnahmepause, muss Mario natürlich echt müde sein, da kann man... Komm, wir hauen uns mal ins Bettchen. Ach ja. Oh, jetzt schön und warm mit Kuschel. Alter, wie geil! Alter, war? Oh, Alter, wie krass. Alter, eine Eiskartoffel und, Alter, ich hab zu viele Items dabei. Oh, wie scheiße. Nee, 9 Stück hab ich. Oh, ein ultra feiner Pilz, Alter, wie awesome. Ah, nein, ich kann keinen mehr tragen. Nein. Ja, lass den Pilz halt hier. Krass, Alter. Ich lass die mal liegen, möglichst. Egal, noch einen Ultra-Pilz schlafen geholt, ne? Geiler Scheiß. Sehr cool. Lass mir raten, Zeile, das hast du doch gewusst, dass sowas passiert. Du Schlingel, du. Na, 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 na. So, Leute, wir sind jetzt schon mal bei 24 Minuten und ein paar Zerquetschte.
Ah ja, hier genau, hier kam ich her. Da hat man keine die Röhre darin laufen. Ja genau, hier kamen wir her. Und hier werden jetzt wir auch bei Bezeiten zurückgehen. Aber wir machen beim nächsten Part. Wir sind jetzt erstmal zurückgekommen, haben noch die letzten Orten aus dem Dungeon gefischt. Ich weiß nicht, was ich mal gucken will, bevor ich jetzt diesen Part hier beende, ganz kurz. Das mache ich mal. Das kann ich mir noch kurz an Zeit. Und zwar, wie viel kostet denn dieser, ich nutze drei Item-Orden? Weil das ist natürlich schon an sich ziemlich gut. Aber jetzt fragt man sich natürlich so, was will man denn dreimal einsetzen? Man hat ja nur höchstens 10 Items. Dann ist natürlich die Frage relativ klar. Ich meine, was willst du da machen? So, alles schön ausweichen, mehr Damage verteidigen und noch mehr Kraft plus und alles richtig krass hier. Wo ist denn diese 3? So, ich mache ein bisschen Soundorden mal wieder aus, weil jetzt im Finale würde der natürlich ein bisschen auch die Atmosphäre zerstören, wenn dann Mario so auf Bowser springt in voll epischer Manier und dann so quietschü. Kommt ja doch schon ein bisschen komisch, deswegen lassen wir das mal. Sparblüte, Meditation, oh, very good. Hier, Dreifachgriff kostet 3. Oh, kostet nur noch 6 Blumenpunkte. Das ist natürlich ein bisschen viel zu teuer, muss man mal sagen. Das ist natürlich ein bisschen hart. Weihnachten, ja! Hey, Geschenke, geil! So, aber Leute, jetzt habe ich erstmal ein Geschenk für euch und zwar das Ende dieses Parts. Ich weiß, das ist ein echt beschissenes Geschenk, aber ihr wisst, was ich meine. Im nächsten Part geht es aber schon weiter. Ich danke euch immer fürs Zuschauen. Auf Twitch geht es gleich noch ein paar Minuten weiter. Und ja, ich danke fürs Zuschauen. Bis dann, so wie immer. Macht's gut, haut rein, tschüss, Kowski und ciao!